Der große Krieg von 1914 bis 1918, der den Namen Erster Weltkrieg erst 25 Jahre später bekam, als ein noch größerer Konflikt ausbrach, war in erster Linie ein Krieg der europäischen Großmächte. Die Entente, bestehend aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Russland, kämpfte gegen die Mittelmächte Deutsches Reich und Österreich-Ungarn. Diese fünf Großmächte bestimmten schon seit 200 Jahren die europäische Politik. Die Rolle des Deutschen Reiches, das damals noch ein loser Staatenbund war, nahm im 18. Jahrhundert das Königreich Preußen, bereits schon eine Großmacht, wahr. Bereits von 1701 bis 1714 tobte ein Krieg der europäischen Großmächte, der Spanische Erbfolgekrieg, der zugleich ein Weltkrieg war, weil auch in den europäischen Kolonien gekämpft worden war. Diesem Konflikt fielen bis zu 700.000 Menschen zum Opfer. 100 Jahre später hatten die fünf Großmächte ihre Macht in Europa und in der Welt weiter konsolidiert. Auch die Jahre 1814 und 1815 markierten das Ende eines Krieges der Großmächte. Diesmal der Kampf gegen Napoleon. Dieser Konflikt dauerte rund 12 Jahre und kostete 2,5 Millionen Soldaten und 1 Million Zivilisten das Leben. Davon abgesehen war das 19. Jahrhundert relativ friedlich in Bezug auf Kriege der Großmächte. Einige der wenigen Ausnahmen bildeten die Einigungskriege Deutschlands. Preußen besiegte zuerst Österreich, dann Frankreich und vereinigte die deutschen Kleinstaaten zum Deutschen Reich. Frankreich musste Elsaß-Lothringen an Deutschland abtreten. Im Jahre 1914 schließlich bildeten die europäischen Großmächte flächenmäßig 2/3 des europäischen Kontinents und kontrollierten ganz Afrika und die Ozeanien sowie den größten Teil Asiens. Warum es nun wieder zu einem Krieg der Großmächte kam, hatte folgende Bewandtnis. Die Türkei, die jahrhundertelang den Balkan beherrscht hatte, war geschwächt und musste sich aus dem Balkan zurückziehen. Russland und Österreich stritten sich nun um die Zukunft des Balkans. Gleichzeitig war Frankreich immer noch konsterniert wegen des verlorenen Krieges gegen Deutschland und des Verlustes Elsaß-Lothringens. Als sich Deutschland nun unter seinem neuen Kaiser Wilhelm II. Entschied, seine alte Freundschaft mit Russland aufzugeben und ein Bündnis mit Österreich, Ungarn und Großbritannien anzustreben, kam es zum Bündnis zwischen Frankreich und Russland im Jahre 1894. Doch anstatt Großbritannien als Verbündeten zu gewinnen, schreckte Deutschland das Weltreich mit seinem Erwerb von Kolonien und seinem Flottenbau ab. So kam es schließlich zum Bündnis zwischen Großbritannien und Frankreich, das 1907 um Russland erweitert wurde. Die Entente war geboren. Deutschland wiederum gewann nur Österreich-Ungarn als Verbündeten. Bündnisverträge mit Italien und Rumänien wurden durch Geheimabsprachen dieser Staaten mit der Entente relativiert. Deutschland war eingekreist. Um in einem Zwei-Fronten-Krieg gegen Frankreich und Russland bestehen zu können, entwarf der deutsche Stratege von Schlieffen den nach ihm benannten Schlieffenplan. Erstens, man ging von einer längeren Mobilmachungsdauer Russlands aus. Zweitens, daher sollte das ganze deutsche Heer zuerst im Westen angreifen, während ein kleiner Teil als linker Flügel die Grenze bewachte, ungefähr im Verhältnis 1:7, sollte der größte Teil der Armee über die Niederlande, Belgien und Luxemburg nach Frankreich einmarschieren und die Franzosen einkesseln. Moltke, der Nachfolger von Schlieffen, änderte den Plan aus verschiedenen Gründen ab. Auf einen Durchmarsch durch die Niederlande wurde verzichtet, da man das Land als neutrale Versorgungsbasis behalten wollte. Weiter wurde der linke Flügel verstärkt und sollte nun ebenfalls in die Offensive gehen. Die Franzosen sollten wie in der Schlacht von Cannae 316 vor Christus, als die Karthager die Römer doppelseitig umfassten, vernichtet werden. Doch war nun der rechte Flügel im Verhältnis 3:1 zu schwach für den geplanten Gewaltmarsch durch Belgien und Nordfrankreich. Der Krieg kam nur ein Jahr nach von Schlieffens Tod.
Am 28. Juni 1914 ermordeten serbische Terroristen den österreich-ungarischen Thronfolger. Bestärkt durch Deutschland stellte Österreich-Ungarn Serbien ein Ultimatum, welches Serbien wiederum mit russischer Rückendeckung ablehnte. Daraufhin erklärte Österreich-Ungarn Serbien am 28. Juli 1914 den Krieg. Daraufhin erklärte Russland die vollständige Mobilmachung seiner Armee. Wegen des Schliefenplanes geriet Deutschland nun in Zugzwang. Es forderte von Russland die Einstellung der Mobilmachung. Da Russland nicht reagierte, erklärte Deutschland Russland am 1. August 1914 den Krieg. Deutschland forderte nun von Frankreich die Neutralität, was jedoch abgelehnt wurde. Es folgte am 2. August die Besetzung Luxemburgs und am 3. August die Kriegserklärung Deutschlands an Frankreich. In der Nacht auf den 4. August marschierten deutsche Truppen in Belgien ein. Wegen dieser Verletzung der belgischen Neutralität erklärte Großbritannien Deutschland noch am 4. August den Krieg. Innerhalb von einer Woche war der große Krieg von 1914 ausgebrochen. In den nächsten 4 Jahren sollten noch viele weitere Staaten in den Krieg eintreten. Auf Seiten der Entente waren dies 1914 Montenegro und Japan, 1915 Italien, 1916 Rumänien und Portugal und 1917 schließlich Griechenland und die USA. Auf Seiten des Deutschen Reiches und Österreich-Ungarn, die als Mittelmächte bezeichnet wurden, trat 1914 die Türkei und 1915 Bulgarien in den Krieg ein. Obwohl an mehreren Fronten, in den Kolonien und auf den Weltmeeren gekämpft wurde und neuerdings sogar in den Lüften durch Flugzeuge und unter dem Wasser mit U-Booten, war der wichtigste Frontabschnitt die Westfront, deren Verlauf sich in 4 Jahren Krieg kaum veränderte. Starben im Spanischen Erbfolgekrieg, dem Ersten Weltkrieg der Neuzeit von 1701 bis 1714, 700.000 Menschen, waren es in den Napoleonischen Kriegen von 1803 bis 1815 bereits 3,5 Millionen. Im Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918 starben 18 Millionen Menschen und 23 Millionen Menschen wurden verwundet. Die Opferzahl beträgt somit 41 Millionen Menschen. Den Opfern dieses grauenvollen Konfliktes soll mit diesem Let's Play-Projekt gedacht werden, damit ihr Andenken gewahrt und nicht in Vergessenheit gerät.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play von mir, das ein bisschen ernster ist. Let's Play 1914, der große Krieg. Ja, ich werde mich mit Witzen ein bisschen zurückhalten, weil es ist wirklich ein ernstes Thema und so. Aber ich denke, man kann ja trotzdem Spaß haben am Let's Play, ohne dass man sich ja irgendwie über irgendwelche Dinge lustig macht. Zum Spiel selber, ich konnte das Intro, also beziehungsweise wo sich die Firmen vorstellen, leider nicht aufnehmen. Da musste ich es mit der externen Kamera machen. Also das Spiel stammt von der in Bochum beheimateten Spieleschmiede Trinaut Entertainment. Das war das letzte Spiel dieser Firma, nachher musste sie Insolvenz anmelden. Und gepublished wurde das Spiel dann von Joe Wood, und zwar im Jahr 2002. So viel zum Spiel. Und ich würde sagen, ja, wir hatten einen recht langen Vorspann. Ich gehe jetzt mal auf Spiel starten. Und wir werden vor die Wahl gestellt, deutsche Kampagne oder alliierte Kampagne. Zuerst mal alliierte Kampagne. Am 1. August 1914 beginnt um 16.40 Uhr die französische Generalmobilmachung. Die deutsche folgt nur 20 Minuten später. Am 3. August 1914 spricht das Deutsche Reich die formelle Kriegserklärung an Frankreich aus. Dann hat man also Engländer, Amerikaner, die sind aber erst 1917 in den Krieg eingetreten, aber die hat man auch. Und natürlich Franzosen. Und wenn man Deutsch spielt, hat man nur die Deutschen. Am 4. August 1914 erklärt Deutschland Belgien den Krieg und marschiert in das Land ein, um so seine Truppen gemäß des Schlieffenplanes an der französisch-belgischen Grenze positionieren zu können. Ich würde vorschlagen, wir spielen mit den Deutschen, und zwar jetzt. Eine schwere Stunde ist heute über Deutschland hereingebrochen. Kaiser Wilhelm II. Am 31. Juli 1914 in Berlin. Die Westfront, 10. August 1914. Deutschland ersucht am 29. Juli 1914 Durchmarschrecht von Belgien und stellt ein Ultimatum von 12 Stunden. Die belgische Regierung versichert sich daraufhin der Unterstützung Englands und lehnt das Ultimatum ab. Am 4. August 1914 erklärt das Deutsche Reich Belgien den Krieg und marschiert in das Land ein, um so die Masse seiner Truppen gemäß des Schlieffenplans an der französisch-belgischen Grenze positionieren zu können. Nur so könnte, laut des Schlieffenplanes, der linke Flügel des französischen Heeres umfasst und Paris schnell erobert werden. August 1914. Nun ist es soweit. Ihr erster Auftrag. Sie sind der 7. Armee unter Generaloberst von Heringen unterstellt. Das erste Ziel der 7. Armee ist die Stadt Mühlhausen, welche von französischen Truppen besetzt ist. Sie müssen mit einem Vorstoß den Bereitstellungsraum für den folgenden Großangriff sichern. Erobern Sie dazu dieses der Stadt vorgelagerte Dorf, welches eine Schlüsselstellung für unseren Angriff auf Mühlhausen darstellt. Viel Erfolg, Kamerad. Gott mit uns. Ja, ich habe mir überlegt, dass ich die, dass sich zwar sehr gut, also wirklich erste Sahne, wie das erzählt wird, nur ich glaube, es ist zu leise für das Spiel und deshalb werde ich es lieber selber vorlesen. Gut, das wäre das Spiel. Jetzt hatten wir im Vorspann so viel, das heißt, ich glaube, ich werde gar nicht mehr allzu viel in diese Folge reinpacken. Kurz zur Info, also wir haben ja hier die Minimap, also wir haben hier unsere Leute. Und zwar haben wir Sturmtruppen. Sturmtruppen haben einen geringen, eine geringe Reichweite. Ja. Jawohl. Jawohl. Sie haben eine geringe Reichweite, dafür sind sie stärker im Angriff und sie können nicht auf Flugzeuge schießen. Ja. Die Infanterie. Sturmtruppen bereit. Ja, ich glaube, die haben auch sonst eine geringere Reichweite beim Marschieren. Auf jeden Fall, die Infanterie hat eine größere Reichweite vom Schießen her. Also man sieht, das Schwarze ist der Bereich, wo man hingehen kann. Und das Grüne ist die Grenze, wo man hinschießen kann.
Und die Infanterie kann weiter schießen und kann sogar auf Flugzeuge schießen. Das gleiche gilt für den. Ah Zu nein, haben wir Befehl. hier nur leichte Minenwerfer. Die Minenwerfer, die ja schießen Minen, natürlich auch größere Reichweite. Und ja, ihr seht recht, es ist ein rundenbasiertes Spiel, allerdings mit Animation. Also schaltet bitte nicht gleich ab. Es ist wirklich spannend, das Spiel, und ich finde es wirklich gut gemacht. Jawohl. Genau, das Problem ist jetzt, wenn wir hier über diese Brücke angreifen, erwarten uns auf der anderen Seite die Franzosen und machen Hackfleisch aus uns. Und deshalb ist es besser, wenn wir mit unseren Truppen hier unten, gibt es eine Furt und hier sind auch schon Leute von uns stationiert, wenn wir hier rumgehen. Jetzt muss ich aber schauen, ich glaube, das Problem ist, wir müssen hier ein paar Truppen zurückbehalten, weil sonst die Franzosen hier hinmarschieren und nachher ist das verloren, weil wir haben dann dieses Gelände quasi verloren. Ich werde das zur Sicherheit, ich werde mal zur Sicherheit speichern. Oh, da hat es noch jede Menge Spielstände. Oh, die muss ich dann. Warte, ich werde die mal schnell löschen. So, ja, da bin ich wieder. Ich habe alle Spielstände gelöscht und ich werde jetzt mal hier feindliche Widerstand Missionsbeginn mal speichern, dass wir hier beim aktuellen Spiel sind. Und dann werde ich doch nochmal einen anlegen. Ausweichmanöver. So. Und zwar werde ich jetzt mal versuchen, mit der Infanterie hier bleiben. Zu Befehl. Die Minenwerfer würde ich eigentlich Wir gerne ans gehen andere vor. Ufer nehmen. Das mache ich Zu jetzt Befehl. mal. Befehl bestätigt. Sturmtruppen Die bereit. Sturmtruppen auch. Vorwärts, Männer. Jawohl. Marschieren los. Sturmtruppen bereit. Sturmtruppen marsch, marsch. Stehen Und bereit. halte eigentlich Wir haben nur diese verstanden. beiden Infanterieeinheiten hier. Die sollen hier bewachen. Okay. Wir sind bereit. Wir gehen vor. Herr Offizier, wir sind Hier bereit. gehe ich Offizier, langsam vor. Sturmtruppen Truppen bereit. bereit, Zu Männer. Befehl. Jawohl. Stehen bereit. Marschbefehl erhalten. Stehen Stehen bereit. bereit. Wir gehen vor. Da kommen schon die Franzosen. Aber sie können uns noch nicht angreifen. Aber Ja. wir sie, oder? Herr Offizier? Den Sturmtruppen. Marschieren los. Ran an den Feind. Oh, jetzt habe ich, jetzt war ich ein bisschen zu schnell. Herr Offizier? Sturmtruppen marsch, marsch. Angriff! Jawohl. Wir gehen vor. Feuer! Zu Befehl. Wir gehen Und vor. jetzt müsst ihr euch gut achten, wenn wir sie jetzt noch Angriff! einmal treffen, dann können sie nicht mehr schießen. Genau, jetzt ist das Symbol rot, das heißt, sie können nicht mehr schießen, sie können jetzt nur noch flüchten. Sturmtruppen bereit. Wir gehen vor. Herr Offizier, wir gehen vor. Wir sind bereit. Sturmtruppen marsch, Zu marsch. Befehl. Marschieren los. Zu Befehl. Ja, die Minenwerfer sind natürlich ein bisschen Marschieren los. langsamer. Ja. Befehl bestätigt. Jawohl. Stehen bereit. Stehen Geht sie bereit. doch mal ein bisschen nach Wir haben vorne. verstanden. Nicht, dass die dann noch auf dumme Ideen kommen. So, nächste Runde. Ah, oh, da kommen sie schon.